Hallo! Es ist Freitag und wir sind gerade auf dem Weg nach Pate. Da verbringen wir das Wochenende und dieses Mal ist es ein bisschen anders, weil ein paar von uns auf eine Hochzeit eingeladen wurden, richtig cool. Und da sind die eben und das war der Plan, dass die dann nachkommen werden. Und jetzt haben nochmal zwei von uns sich dazu entschieden, noch auf so eine Strandparty zu gehen, die bei uns im Ort ist, und die kommen dann auch noch nach. Also richtiger Luxus dieses Mal, weil das ist halt einfach das Taxi, das wir trotzdem für uns bestellt hatten ursprünglich, und da sitzen wir jetzt halt einfach nur zu viert drin. Und wirklich, es ist so Luxus, weil normalerweise quetschen wir uns halt in so ein Taxi zu 13 und jetzt sind wir nur vier, also jeder hat richtig, richtig viel Platz. Richtig nice. Und ja, ich bin dann mal sehr gespannt auf das Hotel. Wir haben dieses Mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Wir wollten nämlich einen Pool und ich bin richtig gespannt. Das letzte Hotel, da war ja meine Matratze ein Graus. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie das dann ist und auch mit Pool und so. Und wie Pate allgemein ist. Genau. Und ich nehme natürlich wieder die Kamera mit. Und dann werden wir mal sehen, was wir noch so machen. Wir wollen zu einer Cave, also Kusa Cave heißt die. Da habe ich auch wieder meine GoPro mitgenommen. Also mal gucken. Ich hoffe, man versteht mich. Wir sind angekommen in Pate und erkennt man irgendwas? Es blendet die Sonne. Das Wasser ist so krank türkis. Richtig, richtig cool. Und hier chillen einfach 1000 Kühe. Ich glaube, ich habe meinen Zeh gebrochen vorhin. Ich bin richtig gegen den Poolrand gedonnert. Richtig dumm. So, und hier chillen meine Friends. Einfach voll. Voll die kleinen Kühe, sind die voll süß. Yes. Und da hinten sind richtig, richtig viele Kitesurfer. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, doch, hier sieht man. Yes, und nachher gehen wir aber an den Pool. Ich zeige gleich, unser Hotel sieht so geil aus. So, wir sind inzwischen angekommen und haben den Tag schon hier verbracht. Es ist inzwischen 21 Uhr und jetzt sind auch die anderen angekommen und haben sich jetzt auf die Zimmer verteilt. Jetzt werden wir uns umziehen. Wir haben gerade besprochen, was wir machen wollen. Wir gehen jetzt erstmal in ein Supermarkt und kaufen da so ein bisschen Alkohol und ja, mal gucken, vielleicht was zu snacken, und dann werden wir zum Lagerfeuer gehen und ja, da den Abend ein bisschen genießen und dann mal gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwie feiern gehen oder so. Wir waren auch richtig, richtig lecker essen in der Pizzeria. Das Zimmer ist auch richtig, richtig cool hier, oder allgemein das Hotel. Also wir haben den ganzen Nachmittag am Pool hier gechillt und es ist halt richtig, richtig schön. Das sind so einzelne Zimmer, die so quasi um diesen Pool gebaut sind, und es ist recht klein, aber richtig, richtig süß, und die Zimmer sind auch richtig schön und man merkt so richtig, dass es so ein bisschen besserer Standard ist. Wir haben sogar eine Klopapierrolle. Daran merkt man, dass man hier in der Higher Class ist und sogar Soft Clothes. Yes. Und genau. Musik.
Es ist der nächste Morgen. Wir sind alle ein bisschen müde. Wir haben gestern noch Night Swim gemacht. Ich habe uns gefilmt, aber dieses Video ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Hallo Leute. Hallo. Die Samara treten Party. Die ist YouTuberin, die Samara, die hier mit ist. Voll berühmt. Wir waren auf einer Party. Ja, jetzt gehen wir in Pool. Samaras Diary heißt sie. Hier ist er. Das ist ja mit Blitz. Okay, dann hören wir uns morgen. Das ist ja dumm. Alex, bist du da? Emma, willst du mit dem Pool? Entweder du bist nicht noch gut, oder du bist ruhig, Mama. Ich schwimme jetzt. Ich schwimme hier meine Runden. Keine Runden. Wir sind gerade im Pool. Wenn du nicht reinkommst, bist du eine Muschi. Und jetzt, bevor wir uns an Strand oder Pool chillen, gehen wir in die Kusa Cave und werden. Ah, shit. Ey, dieser Boden hier ist immer so uneben, da stolpert man nicht. Wirklich, ich warte nur drauf, bis mich mal richtig reinlegt. Genau, und jetzt gehen wir in diese Kusa Cave. Die ist nur 7 Minuten oder so von Page weg. Und genau, mal gucken, wie die so ist. So, this cave was formed through the occurrence of earthquake. It was covered up. Here was just big empty space inside water. So after occurrence of shaking of the earth, earthquake, it's ready to sink. As you see, many blocks right here, like collapsing. There are many caves here in Jambiani. Other caves, our great-grandfathers were used for settlement purpose. Others were used for tradition ceremonies. Back in Kusa Cave, they were doing tradition ceremonies were conducted right here. They named Kusa. Kusa in English means growth, growth cave. So they believe when you're here, you grow in terms of mentality and physical way. That's what they call it, Kusa Cave, growth cave. And as I told you, this cave were used to our great-grandfathers for traditional ceremonies. Also, they were doing some sacrifice right here. They take a goat, they take a cow. As you see, this says stalagmite right here. In up, you can see something like skull, that one. Mm-hmm. It's like two eyes, one nose and mouth. So here was the center of those kind of traditional beliefs that were conducted before the Islamic religion came. But after the Islamic religion came, they abandoned all those kind of traditional beliefs. People starting Islamic religion, stuff like that. But still some villagers, they came here. They, this water, they name as magic water because when they make their wish came true. Yeah, yeah. So if you guys want to make a wish, hopefully it's going to be true. Yeah. And the cave, it's of a spherical shape, but to that side, it's very deep and it's very dark. So we just prefer and we just allow the tourists only to be in this side. And apart from that, this area is shallow water. Wir waren jetzt gerade in der Cave. 20 Minuten, weil das ist wirklich nicht so eine Riesen-Action. Du gehst da halt runter. Es war ziemlich dunkel, als wir da waren und dann. Aber war ganz cool. Das Wasser war ziemlich klar. Da waren nur so irgendwelche Insekten, so ähnlich wie so Blutegel. Die haben sich irgendwie so angesaugt. Das war richtig strange. Aber was richtig cool war, war diese Musik, die wir am Ende gespielt haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Also an den Strand. Nicht ganz nach Hause, halt zurück in unser Hotel. Ich bin so glücklich, dass ich gar nicht mehr ein Video habe.
Sonja hat rausgehört, hat dann gesagt, ich soll herkommen und sagen. Aber cool, ich kann nicht gucken. Und geschlossen. Hallo. Ja, und wir waren vor. Hello. Hello. Also, man sieht gar nichts. Aber doch jetzt ein bisschen. Wir hören tut man auch nichts wahrscheinlich. Wir sind jetzt inzwischen geduscht und ready gemacht. Wir werden jetzt nämlich gleich essen gehen. Und vorher müssen wir noch zum ATM, also manche von uns. Genau, und dann gehen wir essen und danach feiern wir in Emmas Geburtstag rein. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Ich bin richtig gespannt, wie das wird. Ich bin ja nicht so der Fan von dieser Musik, zu der man nicht so singen kann und so. Ja, ich brauche das, damit ich mich irgendwie ansatzweise bewegen kann. Deswegen mal gucken, ob es heute ein bisschen besser wird als gestern. Obwohl es gestern schon echt auch cool war. Und genau. Ansonsten habe ich nichts zu sagen. Also es ist ein bisschen schief. Entschuldigt bitte. Es ist der nächste Tag, also es ist Sonntag. Und von sonntags machen wir eigentlich immer nie wirklich viel. Da müssen wir immer aus dem Zimmer raus. Dann machen wir die Sachen wahrscheinlich meistens immer so in ein Zimmer von jemandem. Dieses Mal geht es nicht. Das heißt, wir können heute Abend auch nicht duschen oder so. Deswegen, also wir räumen unsere ganzen Gepäcksachen in so einen Raum, Nebenraum. Ja, wir werden jetzt aber hier noch ein bisschen am Pool chillen und dann gehen wir essen und dann später nochmal an den Strand. Ich war ja noch gar nicht an den Strand dieses Mal. Genau, ich habe schon ein bisschen Brandy bekommen. Aber das macht nichts, wird alles braun. Genau, und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Heute ist ja der Geburtstag von Emma. Und genau. Also, seht dieses wunderschöne Meer. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Restaurant und danach chillen wir noch. Ich muss meine Käppi schief aus, oder? Danach gehen wir noch ein bisschen am Strand. Und es ist richtig, richtig angenehm. Also am Pool war es schon echt sehr, sehr heiß. Aber hier geht so ein Wind. Wahrscheinlich hört man es auch. Es ist richtig, richtig angenehm. Genau, und jetzt gucken wir mal, was es Leckeres zum Essen gibt. Wahrscheinlich wieder zu windig, aber der Tag ist zu Ende, die Sonne geht langsam unter. Wir gehen jetzt nur noch zurück. Wir haben ein Bild mit dieser schrägen Palme da hinten gemacht. Wir gehen jetzt nur noch zurück ins Hotel, holen unsere Sachen, steigen in den Bus und dann geht's heim. Und ja, es war ein richtig, richtig, richtig schönes Wochenende. Und damit beende ich auch dieses Video und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!